Haben wir jetzt nicht vor wie 2 Stunden. Holy shit. Was für eine komische Tafel. Es ist in einer noch komischeren Sprache geschrieben. Scheint mir ein, eine Schrifttafel der Alten zu sein. Hm. Diese Buchstaben sehen mir bekannt aus. Wir sollten die Möglichkeit haben, das zu entschlüsseln. Lass mich das nochmal anschauen. Achso, warte, ich lese schon das vor, ne? Gebe ich nochmal. Ja, ich kann meine Partymitglieder tauschen, indem ich die Strategieblume benutze. Wer auch immer vorne ist, erhält einen Bonus auf Angriffskraft. Allerdings wird diese Person auch öfters von Gegnern angegriffen. Du kannst nicht tauschen, wenn jemand all seine Runden schon verbraucht hat. Also, wenn man einen Kampf mit Bonus hier beginnt, dann könnte man halt tauschen und der Nächste kann angreifen. Okay. Du denn? Erstmal spionieren. Oh, come on! Aber hier auch gemein. Diese Ameise ist besessen! Auf keinen Fall! Zombiant. Ach, Zombiant, nee. Zombiant, ja. Zombie-Ameise. 6 HP, 0 Verteidigung. Ich dachte, es wäre nur eine Geschichte, die die Königin erzählt, um ihre Kinder zu verängstigen. Das ist ja einfach nur schrecklich. Die werde ich auf jeden Fall beseitigen. Holy moly. Push nach hinten, bitte. Warte mal, oder meinen die mit swappen? Okay, das war's. Okay. Ich muss es einmal. Ah, okay, aber ich kann es zumindest ohne anzugreifen, können wir es die ganze Zeit machen. Heißt das, sie können jetzt auch zweimal angreifen? So, weil beide noch ihren Zug hatten wahrscheinlich, deswegen konnte ich so fröhlich rumtauschen, wie ich wollte. Da leuchtet doch was. Oder, ne, ist einfach nur der Pilz erleuchtet, ne? Nipp. Ah, wo lang, ey. Da hinten kommen wir auch hoch. Okay, hier geht's nicht weiter. Cabo, du bist viel zu langsam. Mal ganz im Ernst. Das habe ich noch gar nicht drin, ey. Verteidigung da auch nicht, ey. Oh, erstes Level up! Rank up! Pick a stat to boost for the new rank. Okay, jetzt können wir uns einen Status auswählen. Einen Lebenspunkt geht's noch hoch. 3 Teamwork-Punkte oder 3 Medaillenpunkte. Wir haben noch keine Medaillen, deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mit
Leben an. Ich glaube, ich mache es einfach 1, 2, 3 immer. Ich mache es ganz ausgeglichen. Wobei ich auch noch nicht weiß, wie man neue Fähigkeiten kriegt. Weil ich nur über Medaillen lerne, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Deswegen, erstmal machen wir schön Allrounder. Also erstmal ein bisschen Leben. Ah, okay. Haben wir es auch erklärt. Wie lernt den Geheimschlag? Dieser Raum sieht überraschend gerade vorwärts aus. Kein Problem hier. Ich bräuchte auch eine Falle von einem, eine Pause von einem Todesfallen. Es ist eine gute Chance, um unsere Beine auszustrecken. Live, wenn du eine Pause brauchst, lass mich wissen. Wie wird ich tragen? Das wird nicht passieren. Oh, die Müdigkeit, sie trifft mich. Ich sagte, das wird nicht passieren. Ach nein, verdrückt. Entschuldigung, ich wollte eigentlich ins Menü. Ja, danke. Hallo, ja. Wo kommen wir denn hier mal Skills gucken? Bei Stats. Ja, hier war das, ne? Dann Y. So. Ah ja. Wie heilt 4 HP to an ally while killing. Ah. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie den Heiler macht. Wie heilt 4 HP an sich oder ein Freund und heilt dabei auch Vergiftung mit einem Gegenstand aus ihrer geheimen Tasche, aus ihrem geheimen Vorrat. Dies verbraucht keine normalen Gegenstände. Das finde ich cool. Und wir wollen auch natürlich wieder voll geheilt mit dem Level Up. Ich habe gerade noch 6 gegeben. Zu früh. Noch eine Kristallbeere. Wenn du B im Kampf drückst. B zu drücken im Kampf erlaubt es dir zu ändern, wer gerade dran ist, ohne die ohne die Reihenfolge der Party zu ändern. Jedes Partymitglied hat verschiedene Arten anzugreifen und verschiedene Reichweiten für ihre Angriffe und Skills. Denk immer dran, wer gerade angreift und verschwende deine Attacken nicht am falschen Gegner. Habe ich die Medaille ausgezogen? Und auf unserer Vorschalloppen führt auch immer unser Rang, also unser Rang, unser Level halt drauf geschrieben anscheinend. Habe ich gerade noch im Menü gesehen. Äußerst spannend alles. Ja, habe ich gesehen, Bastard. Kann ich den vielleicht. Jetzt stand da, hat er in die falsche Richtung geguckt, der Kapu. Aber den irgendwie First Dings kriegen ist echt hart, ey. Und wie Beamerang, bam. Sehr cool, sehr cool.
Grüße nochmal alle, die hier sind. Geht's euch noch allen gut? Seid ihr eingeschlafen? Ist noch jemand da? Hallo, hallo. Einen Gegner außerhalb des Kampfes zu treffen, wird ihn für eine kurze Zeit betäuben. Wenn ihr einen Kampf beginnt, während ein Gegner betäubt ist, kriegt ihr eine weitere Aktion für den Partyanführer. Na wunderbar. Das freut mich sehr. War so ruhig, hab ich gedacht, frage ich mal nach. Ah ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. HP Plus Medaille. Nice one. Das würde ich direkt mal wie anziehen. Wie. Damit die mit Kapo gleichzieht. Oder wir könnten Kapo natürlich zum Tank machen. Aber da wir ja auch nicht so wirklich. Ich lasse die Lurker lurken. Alles gut. Ich habe ja nur gefragt. War ja so ein Stimmungsbild-Abfrage. So, jetzt muss Wii gucken, dass wir den direkt weggeblasen kriegen. Bam, bam, bam! Er macht 5, ne? So, und dann eine normale Attacke. So. Kommt der direkt an den dran. An mir ging nicht. Ich vergesse aber auch immer, dass die, der Gamer jetzt ihre Spezial da ausprobiert. Aber dann, überlebt ja noch eine Runde. Das will ich irgendwie auch nicht. Okay, 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 so langsam. Verstehe ich die Raffinessen des Kampfsystems. Obwohl es ähnlich ist zu Paper Mario, doch noch ein bisschen anders. Dadurch, dass die Charaktere eher hier ebenbürtig sind und nicht. Ist eher so wie Paper Mario und die Eon-Tor. Huh, was? Live, pass auf hinter dir! Was zur Hölle? Meine großen Vorfahren, was für eine Zauberei war das denn? Wir sind uns unsicher, dies ist neu. Du meinst wirklich, dass wir das glauben sollen? Wir meinen das so, es ist die Wahrheit. Magie ist keine gewöhnliche Fähigkeit. Es gibt weniger als 10 anerkannte Zauberer in der Geschichte. Du bist doch nicht eine Art von Krimineller mit irgendeinem großen Kopfgeld, oder? Glaubst du dies wirklich? Wir werden das später besprechen. Sollst du uns erstmal den hier bekämpfen, ja? Wir werden es versuchen. Alle mal schön warten. Nun, dass wir jetzt, nun, da wir jetzt ein Trio sind, lasst mich euch eine nützliche Technik mit euch teilen. Mit dem Turn Relay, welches man bei der bunten farbenfrohen Blume auswählt. Ah. Kann einer von uns seinen Zug jemand anderen überlassen? Wie sollte das nützlich sein? Es klingt unnütz oder so. Das klingt langweilig. Naja, also zum Beispiel, wir könnten
wie zweimal angreifen lassen, um die fliegenden Gegner runterzuhauen. Ihr solltet mich dreimal angreifen lassen, ich werde sie alle auf einmal klatschen. Du solltest das allerdings auch nicht ausnutzen, ja? Achso, wenn du damit übertreibst, wird das deine Angriffskraft jedes Mal. Achso, die Ermüdung wird deine Angriffskraft immer um 1 reduzieren, jedes Mal, für jedes Mal, dass du angreifst in einer Runde. Okay, also das, wenn einer zweimal angreifen hat, der schon mal einen Kraftpunkt weniger und. Ja, okay. Ja, okay, in Ordnung. Naja, okay, das klingt ehrlich gesagt ein wenig nützlich. Wir sollten es ausprobieren. Nun, jetzt auf eure Position. Was kann die Gute denn überhaupt? Darf ich mal gucken, was die kann? Nicht angreifen, also anscheinend auch nur unten angreifen. Eisfall. Lässt ein Eisprojektil erscheinen. Welche möglicherweise jeden Gegner um seinen Einschlagsradius einfrieren lassen kann. Das schauen wir uns mal später an. Wir machen erstmal das, was wie geplant und hauen die Jelly-Schrum. Die mich sehr nebenbei auch gerade an Blopper erinnern bei Paper Mario. Die Gelee-Pilze hier mal runter. Rutschen. Oder Quallenpilze wohl eher, ne? Plöpp. So, und jetzt lassen wir ihn. Sein Zug gebe ich an wie, damit er auch die andere runterholen kann. Und dann gucken wir uns mal live an, was der so kann. Der, die, was bist du eigentlich? Press the button shown at the end of the countdown. Oh, sowas liebe ich ja. Wir haben noch gar nicht spioniert, ne? Machen wir gleich in der nächsten Runde. Okay. Das aber, oh, okay. Jetzt fliegt das Ding ja wieder. Da muss Kapu, gleich spionieren. Bei der Königin. Was für eine Monstrosität. Gelee-Pilz oder Quallenpilz. 6 HP. Ja, 2 gesehen, 1 besiegt. Ich kann dieses Biest nicht angreifen, während es in der Luft ist. Wie? Würdest du mir deine Stärke leihen? Was krieg ich hin? Mein Gottness, ey. Oh mein Gott, diese Magie ist kein Witz. Sie ist sehr kühl. Wenn du das nicht vorher schon machen konntest, dann versteckt diese Höhle mehr Geheimnisse, als ich dachte. Irgendwie wirkt das alles sehr verdächtig. Ich glaube live noch nicht. Wir erzählen die Wahrheit. Wenn wir ihre Eismagie gehabt hätten, hätte uns diese scheiß Spinne wohl nicht gefangen, ne? Ich sage, lass uns darauf fokussieren, erstmal hier rauszukommen. Und wir können dann alle unsere Gedanken machen, wenn wir in Sicherheit sind. Sehr gut, sehr gut. Wenn du mich brauchst, um etwas einzuführen, drücken sie einfach B, während ich vorne bin. Ich denke, das reicht es erstmal. Los, weiter! Ich kann schon fast die Schätze riechen. Ja, geil, ey. Und das, huch. Sollte jetzt auch kein Geheimnis sein. Ihr seht ja schon da unten in meinem Overlay auf dem Treppchen.
Ja, damit haben wir unser Trio. Mein Hauptprotagonisten auch schon zusammen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so früh schon passiert. Jetzt hat der auch nur 8. Oder die. Ich weiß nicht, wo du bist. Die Frage, wer soll. Vielleicht baue ich doch Kapu zum Tank aus. Dann muss ich mich nicht zwischen beiden entscheiden. Schwierig, schwierig, schwierig. Ein normaler Attack ist Freeze. Press B, das haben wir ja gemacht. Eisvoll. Hier steht aber kein Action-Kommando bei Eisvoll. Den muss ich gleich mal ausprobieren. Ne?